Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen vorgegangen, damit das hier dieses Mal ein bisschen schneller geht, weil ich leider nicht so viel Zeit habe. Ich bin hier auf dem Funguspass und es wird Zeit für die nächste schwarze Bestie. Mein Team besteht eigentlich wie immer aus Orin, Riku und Spike. Walker habe ich rausgehauen, aber trotzdem wurde einiges trainiert. HP haben wir über 500, haben wir gute 35.000. Ich habe die Werte auch wieder aufs Maximum gebracht, mit Ausnahme von Magie, weil Magie jetzt nicht unbedingt das ist, was ich dringend brauche. Deswegen habe ich die ganzen plus 1, plus 2 und plus 3 Felder von allen gelöscht und bei Magie einfach nicht wiederhergestellt mit plus 4 Spheroiden. Einfach, weil es nicht viel bringt, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt noch wahnsinnig viele freie Felder auf dem Sphärobrett. Die werde ich auch noch mit HP-Sphäroiden und mit Glück vollpflastern. Ihr seht es, mein Glück ist wieder ein bisschen gestiegen. Um 8, um genau zu sein. Aber das werde ich alles noch um einiges verbessern. Aber jetzt ist erstmal der schwarze Magus-Trio dran. Warum? Weil ich extrem unter Zeitdruck bin und ich einen neuen Final Fantasy-Part auch brauche. Deswegen nehme ich jetzt schon das schwarze Magus-Trio auf. Und da kommt es schon. Das schwarze Magus-Trio und... Oh mein Gott, es hat eine andere Farbe bekommen. Es ist auf einmal nicht mehr schwarz. Tschüss. Ja, das schwarze Magus-Trio wird nun von uns mal herausgefordert. Es wird wahnsinnig schwer. So viel ist sicher. So, und wir kennen es ja schon. Diese beiden Typen da vor uns, oder diese beiden Personen, besser gesagt, die holen das Magus-Trio. Wir kennen es ja schon. Hallo! Wir könnten jetzt eigentlich abhauen, dann verlieren wir immer einen nach den anderen, aber im Endeffekt macht das keinen Unterschied. Also kommt's mal her. Meine Fresse, das wird hart. Das wird hart. Und ihr seht es schon, ja, das schwarze Magus-Trio ist tatsächlich mal so freundlich und fängt tatsächlich mit einer vollen Ekstase an. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. So, wir beginnen mit der schwarzen Ruck am besten. Aber vorher möchte ich Anpeilen benutzen. Denn die schwarze Ruck hat einen wahnsinnig hohen Reflexwert und weicht so gut wie jedem Angriff von uns aus. So. Außerdem hat die schwarze Ruck am wenigsten HP, weswegen ich sie auch als erstes angreife. Und der dritte Grund, sie kann Nadelsprühe, was sofortigen Tod bewirkt. Und naja, das will ich dann eigentlich schon verhindern. So. Anpeilen noch ein fünftes Mal. Und los geht's. So, gut aufpassen, ganz gut aufpassen. Sicherheitsweise hau ich einen Schutzengel auf Riku, anstatt dass ich angreife. Sicherheitsweise. Warum werdet ihr jetzt gleich sehen? Sicherheitsweise noch einen Schutzengel auf Spike. So, und zwar jetzt aus folgendem Grund. Ich hole jetzt das Yuna und alle drei haben hier die Ekstase dran. So, ich beschwöre das schwarze Magus-Trio, das schwarze Magus-Trio, genau. Ich beschwöre mein Magus-Trio. Die ordentlich HP haben, sehe ich gerade. Voll Muck, wow. So. Ach, shit, da habe ich jetzt was vergessen. Das Magus-Trio kann ja gar nicht abwehren. Vielleicht wollen sie ja irgendwie was Tolles machen. Schutzengel! Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist eine ganz tolle Idee. Denn jetzt kommt zuerst sie dran mit Fluch des Pharao.
Das bringt natürlich nichts. Jetzt kommt Feuerklinge. Nicht auf Duck. Boah, Glück gehabt. Denn Feuerklinge löscht auch den Schutzengelzustand aus. Ja, das ist das Lustige. Und erst jetzt, nachdem zweimal angegriffen worden ist, erst jetzt kommt die Dreiecksbeziehung. Und da hätte ich auch keine Chance gehabt, die zu überleben. Es ging mir jetzt einfach darum, dass ich sicherheitsweise noch ein Ding mache, einen Schutzengel auf meine Charaktere, falls meine Bestie schon zerstört wird, bevor das schwarze Magus-Trio zur Dreiecksbeziehung kommt. Damit ich es noch überlebe. So. Wumms. Ja, jetzt komm schon. Ja. Ihr seht's, das ist noch mal ein bisschen härter als die Ekstase von Anima. Ein klein wenig nur. Nicht sehr stark. So stark ist die auch wieder nicht, die Ekstase von der. Also die Ekstase vom schwarzen Magus-Trio, in der Regel, wenn man gut trainiert ist, kann man die natürlich überleben. Ja, absolut. Hä? Hä? Warte mal. Duck hatte Schutzengel. Du willst mir jetzt gerade nicht weismachen, dass die Ekstase von dem schwarzen Magus-Trio auch Schutzengel auslöscht, oder was? Willst du mir das gerade weismachen, liebes Spiel? Keine Ahnung, was da jetzt los ist. So. Dann können wir ab jetzt angreifen. Mit Rapidschlägen auf die schwarze Ruf. Und ich habe den Cursor auf Merken gesetzt, damit das alles ein bisschen fixer mal geht. Ihr seht, die weicht immer noch aus. Obwohl ich hier 10.000 Mal Anpeilen gemacht habe. Wahnsinn! Wahnsinn! Wie die immer noch ausweicht. Feuerklinge! Schön, gell? Mein Gott, bei Feuerklinge freuen wir uns. Bums. So. Ich mach mal nochmal anpeilen. Vielleicht treffe ich ja jetzt besser. Aber ich dachte, ich habe eigentlich schon das Maximale an Anpeilen gemacht. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das Viech weicht einfach immer wieder aus. Es ist absoluter Wahnsinn. So, Rapidschlag und... Nein, trifft nicht. Du machst dann mal bitte Jonglieren. Und ein Finalelixier. Damit mal ein bisschen geheilt ist. Fluch des Pharao. Das ist kein Problem. Jetzt kann ich nur keine Ekstasen mehr einsetzen. Wow! Mann, das ist Schaden. So, dann nochmal im Finale-Elixier. Es ist wichtig, dass diese schwarze Ruck endlich verreckt. Das ist ganz, ganz wichtig. Mein Gott! Geh schon endlich drauf! Es wäre schön, wenn überhaupt mal getroffen wird. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn einfach nur noch. Das ist einfach nur noch Wahnsinn. So, jetzt muss ich mich ganz dringend hochheilen. Ich versuch's mal.
Naja, das geht jetzt auch nicht. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich hau mir mal sicherweise noch einen Schutzengel rein. Sicher ist sicher. Denn jetzt kommt der Mega-Graviton, weil die Ekstase-Leiste voll war, aber keine Dreiecksbeziehung möglich war. Schön gemacht, Orin. Wasserrutsche! Senkt die Abwehrkraft auf 0. Bums! Und kostet alle MP. Wahnsinnige Scheiße. So. Orin. Heil mal hoch. Und am besten vielleicht nochmal. Alle guten Dinge sind 3. Dann versuchen wir es wieder. Wahnsinn. Das Teil weicht aus, das ist Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn. Ich versuch's mal mit Blitzballgott. Vielleicht hilft es. Mal schauen. Ja, gut, der Schaden ist wirklich akzeptabel. Dafür, dass es eine schwarze Bestie ist. Dafür ist der Schaden wirklich akzeptabel. Okay. Jetzt muss ich es dann nur noch schaffen, den... Jawohl, den Ball zu treffen. Zack! Mann, das Teil lebt immer noch. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nadelsprüher! Bewirkt sofortiger Tod! Ihr seht, ich nehme Schaden, obwohl ich schon lange tot bin. Bums. Und schön kontern. Wasserrutsche. Das wäre mir jetzt am liebsten, wenn die Wasserrutsche auf Riku gehen würde. Nein, auf Orin. Oh Gott. Da muss ich eben so ein Final Elixier benutzen. Und Riku macht Jonglieren und macht nochmal ein Final Elixier. Fluch des Pharao, kein Problem. So, sehr schön. Sehr schön. Da benutze ich am besten Spezial. Zum Hochheilen benutze ich immer nur Jonglieren, weil ich danach einfach schneller wieder an Zug komme. So, Riku, du darfst... wo ist es denn? Da. Abgeben auf Spike. Spike, du versuchst es mit einem Rapidschlag. Scheiße. Orin, mach einen Rapidschlag. Nein, immer noch nicht getroffen. Oh, das ist so Wahnsinn. Mach mal Jonglieren und eine X-Potion auf dich, Riku. Mag das treffen? Nein. Ich sehe da was, was mir gar nicht gefällt. Wenn ich... Ja, dann komme ich nochmal dran, aber das bringt nichts. Mich würde es jetzt eher interessieren, wenn ich Rapidschlag mache, dann komme ich nicht mehr dran. Ich kann jetzt was ausprobieren. So. Dann komme ich auch nicht rechtzeitig dran. Scheiße.
Oren, mach mal einen mach mal einen Schutzengel auf dich. Und Riku, mach auch einen Schutzengel auf dich. Oh Mann, sobald ich ein Mitglied davon besiegt habe, ist es ja schon einfacher. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn ich erst auf ein anderes gegangen wäre. Und jetzt ist Dreiecksbeziehung möglich. Fuck. Gott sei Dank habe ich noch einen Schutzengel gegeben. Weil ich jetzt nicht bedacht habe, dass die Ekstaseleiste von Ruck noch steigt. Ah. Ein Glück, dass Oren Schutzengel hat. Boah, die Ekstase von denen dauert so ewig. Die dauert so ewig. Na komm. Mach mir schon maximalen Schaden. Zeig mir schon, dass ich einfach keine Chance habe. Es ist so Wahnsinn. Es ist so Wahnsinn. Da haben wir den Beweis. Ja. Da habe ich den Beweis, dass tatsächlich die Ekstase von denen Schutzengel auslöscht. Ach du meine Scheiße. Boah. Ja. Beim nächsten Mal würde ich mal sagen, versuchen wir es erneut. Also gut, Leute, das war dann mal Let's Play Final Fantasy X für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.